Wie du zwischen 10 und 12% Rabatt auf deine Einkäufe bekommst, indem du zum Beispiel auf abgelaufene Produkte, naja, nicht ganz so abgelaufene Produkte, aber vor allem auch rabattierte Produkte setzt und geplant einkaufen gehst, statt Spontankäufe zu machen. Ich organisiere das Ganze zum Beispiel in meiner Lidl-App, wo ich dann auch immer wieder Rabattaktionen und fette Gutscheine bekomme. So konnte ich zum Beispiel heute meinen Einkauf von 87 € auf 80 € reduzieren.